Ja, moin. Da sind wir wieder. Zweiter Teil. Wir erklären euch unsere Platte, damit ihr die auch versteht. Ich hatte fälschlicherweise gesagt, jetzt sind noch 6 Songs, sind ja nur 11 drauf und ein Instrumental. Wir hatten noch nie ein Instrumental. Robert hat es sich erdacht. Robert, ja. Und möchtest du da jetzt gleich drüber reden oder spielen? Nee, wir kommen dazu, wenn es soweit ist. Okay. Der große Moment kommt noch. Friedensmüde kommt jetzt. Ja, ich hatte schon was dazu gesagt oder wir hatten was dazu gesagt, warum die Platte so heißt. Und ja, ich glaube, wir leben in einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Zeit. Wir haben sehr viel, selbst wenn man arm ist, ist man im Vergleich zu den armen Menschen auf dieser Welt nicht richtig arm. Wir haben Luxusprobleme, ich sehe es bei mir selber. Ne? Du hast ein Auto, du hast einen Hof, du hast ein Haus, du stehst da auf deinem Gehöft und denkst, wow, was habe ich alles? Und trotzdem beschleicht auch mich selber manchmal dieses, so ein bisschen geiler könnte es schon sein, so ein bisschen flippiger, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Und man ist nie so zufrieden und immer auf der Suche nach so einem Kick. Und wir halten das als Menschen so für falsch, auch an uns selber. Und spüren diese Müdigkeit. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so ist, dass die Menschen nicht so sind. Deswegen auch das Cover mit dem Schwertschlucker. Also, dass man aus lauter Langeweile irgendwann, was machen wir jetzt noch? Und dann geht es in die Hose und dann ist man halt durch. Und ich denke, wir sollten als Menschen da eher zukunftsträchtiger arbeiten und da positiver reinschauen. So. Ja, als letztes trifft man halt das Herz, ne? Und dann ist es vorbei. So. Das ganz ist ein schönes, ja, auch mit dem Cover eigentlich eine sehr schöne, runde Sache. Das ja. trifft es ganz gut, ja. Das Cover hat gemacht? Thomas Ott aus der Schweiz. Genau, aus der Schweiz. Der hat es halt gut getroffen, wie gesagt. Wir haben so friedensmüde immer noch uns überlegt, was können wir dazu passen? Also was könnte da als Cover, was könnte das aussagen? Mhm. Und dann kamst du, glaube ich, mit dieser Schwertschlucker-Idee. Mhm. Also jemand, der halt so Experimente macht, die Leute klatschen, es wird immer extremer und irgendwann geht es halt in die Birks oder er versticht sich mit seinem Schwert, das ist nicht mehr eine Speisesäule, rutscht einfach einmal durch und dann ist die Pumpe einfach das, was uns als Menschen auch ausmacht. Also ein Herz haben, ein Liebe aus, die Liebe kommt aus dem Herzen so und das dann platt zu machen und einfach nur noch ja, das ist mit ja durch zu sein mit allem so, ne? Auf jeden Fall echt super, dass wir das Cover gefunden haben. Es war auch ja. schon ein, also es ist ein Bild, was schon sehr lange existiert. Also das haben wir durch Zufall mehr oder weniger gefunden und es ja. hat einfach perfekt gepasst. Also es war wie Arsch auf einmal. Sind wir zufrieden mit. Ja. Musikalisch auch einer meiner absoluten Lieblingssongs auf der Platte. Der absolute letzte Song, den wir geschrieben haben. Ja. Und auch nochmal besonders, nochmal irgendwie hat nochmal, gibt dem Album auch nochmal eine andere musikalische Facette. Ja, ich mag dieses Double Bass Geballer zum Schluss, wenn das so schwer wird. Ja, sehr, sehr düster. Ja. Also eine coole Sache. Ja. Sehr gut. Nächster Song, Stück Glück, kommt nämlich ein Instrumental, das hat sich der Robert erdacht. Ja, es ist eigentlich mehr oder weniger nur ein kleines Akustikstück, was ich irgendwann mal auf Tour, glaube ich auch, mit meiner alten Band Cold and Crayon, was mir so eingefallen ist und es sind halt Jazz-Akkorde und ich habe da so ein bisschen, ja, ich habe ja damals ein bisschen Akustikgitarre in Schule gehabt und kann so ein bisschen zupfen und dann habe ich das mal so runtergezupft. Wieder ohne Schule. Ja, viele, man kann das halt ohne Schule. Ich musste dafür in die Schule gehen. Und jetzt habe ich das so mal in ein kleines Interview gepackt und ich habe das, glaube ich, irgendwann mal vorgespielt, habe gesagt, das könnte ganz gut zu Stück Glück passen als Intro. Finde ich von der Atmosphäre so. Das passt gut zusammen. Und Eike hatte dann die Idee im Studio, dass wir das nicht als Intro basteln, weil das Intro halt dann sonst sehr, sehr lang wäre, bis der Song wirklich losgeht, und das, sondern das halt als Outro von Friedensmüde nehmen und das dann direkt in Stück Glück übergeht. Stück Glück ist so ein Song darüber, es gibt halt so alte Menschen, vor allen Dingen alte Männer, die halt so viel nach jüngeren Frauen sich orientieren oder zu jüngeren Frauen orientieren und wo dann so eine Art Verhältnis entsteht, wo der Alte sich die Jugend zurückholt über das Junge. Und ich habe sowas mehrfach beobachtet, hatte auch selber so eine Begebenheit, wo man dann jemanden vor sich sitzen hat, der wesentlich jünger ist. Ich bin 45, also ich bin kurz vorm Ende und du hast dann halt so einen viel jüngeren Menschen und das fragt sich, was sucht man da als Älterer? Ist das dann wirklich eine Liebe, die man da sucht? Oder ist das so ein Stück Jugend zurück? Also so ein Stück Leben, so ein Stück Lebenskraft? Und ist das wirklich gut für beide Teile? Oder saugt man dem anderen nicht nur irgendwas weg, weil man weiß, dass man nicht gut dafür ist?
und man reißt ihm so stückchenweise sein Lebensglück so ab, aus einer egoistischen Ansicht heraus, also aus einem egoistischen Motiv heraus. Ja, und das ist ein Stück Glück. Es ist ein ziemlich kompliziertes Lied, finde ich, ziemlich vertrackt, aber ist ja auch ein schwieriges Thema, so, ja. Ne? Einfach dieses Absaugen von Glück von jemand anders, von dem Glück eines anderen zu leben, und wenn der dann nichts mehr taugt und man wieder sehnsüchtig nach einem neuen Glück ist, den dann einfach fallen zu lassen durch das Nächste. Es gibt ja so Menschen, die sich so durch ihr Leben hangeln, ich nenne das immer Energiefresser. Mhm. Einfach sich irgendwo anzudocken, Glück abzuziehen, Zufriedenheit abzuziehen von anderen, die auszusaugen, um dann einfach sich das nächste Opfer zu suchen und so durch ihr Leben zu kommen und ja, ein Stück Glück einfach, ja, das also Glück zu rauben. Ein sehr, sehr musikalisches, also wirklich, da steckt viel, das Musik stimmt, das drin, stimmt, und ja. Da steckt viel von Tino drin, der sehr, sehr viel geschrieben hat in dem Song, und gerade die Strophen und der Chorus, und da kamen Johannes und Tino mit in den Proberaum und gesagt, fertig. Mhm. Und ich habe eigentlich nur noch diese leicht atmosphärische Gitarre gespielt, und damit hatten wir so auch wieder so eine neue musikalische Facette, okay, das fetzt einfach. Ja, ganz ein cooles Lied. Cooler Beat, cooles Tempo irgendwie, und da entwickelte sich dann diese Schwere, also dann nachher wird er halt richtig schwer, der Song. Das ist ein düsterer Song, ne? Sehr düster, und am Ende noch mit einem Klavierautro von Corvin Bahn, der da am Ende nochmal ein, ja, schönes Klavier eingespielt hat und ein Melotron eingespielt hat. Und ein relativ chor-untypischer Song auch. Ja. Ja, nächstes Lied, ein Mittelfinger groß. Das genaue Gegenteil dazu. Genau, genau, das Gegenteil, ja. Die Brechstange. Genau, gleich mal, wir brauchen mal so ein bisschen Punk. Weil eigentlich ist es ja Punk. Wir kommen ja aus dem Punk grundsätzlich so. Und Mittelfinger groß ist einfach so, naja, was man den Leuten so mal zeigt zwischendurch. Ne? Also diese ganze Nazi-Scheiße, dieser ganze religiöse Extremismus, Leute mit ihren ganzen Verschwörungstheorie-Scheißdreck, die den ganzen auf den Sack gehen. DDR-Nostalgiker. Wir haben ja alles sowas bespielt. Wir sind ja mit Chor oder mit meiner Akustiknummer in so eine Sachen reingerutscht. Also plötzlich vor lauter Leuten, die sagen, ja, die an der Mauer Soldaten waren keine Mörder. Ja, logisch waren das Mörder. Die haben Leute abgeknallt, die im Westen wollten und die einfach freileben wollten. Da auch keine Freiheit war, haben sie ja später erfahren, oder ja nicht mehr, weil sie erschossen wurden. Aber andere haben erfahren, dass es da nicht so frei ist. Ja, und manchmal muss man einfach so mal so ein Lied machen mit 2 Minuten 50 und muss sagen, Mittelfingergruß und schieß, Alter, Abfahrt und weg. Und mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Da gibt es auch musikalisch nicht großartig was zu sagen. Ein Friedemann-Stück. Genau. Ein Dreierkorn-Friedemann-Stück. Bitte sehr. Ja, wird wahrscheinlich der Hit der Platte, und ich kann es verstehen. Ich auch. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. So, dann haben wir noch. Alle wollen geil. Robert. Ja, alle wollen geil. Geiler Song. Wirklich, 2 Minuten 50 war Mittelfinger. Ich glaube, der hat 2 Minuten genau oder so. Ja. Der ist halt noch kürzer. Und ist auch alles gesagt. Ist auch alles gesagt. Ja, hat Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, tschüss. Ja, und es geht halt darum, dass alle von geil. Geiles Auto, geiles Telefon, geile Hose, geile Titten, geile Lippen. Und es muss immer noch geiler sein. Immer noch geiler. Und ich für mich habe so das Gefühl, das hat mit diesem Geiz ist geil auch angefangen. Damals, das war so in den 90ern, wurde das so geprägt. Ja, Geiz ist geil und das ist geil und wow, ist das geil. Und alle gehen ab und schicki Krempel für wenig Geld. Und dadurch hat dieses ganze Konstrukt dieser Welt, wie das so läuft, so einen Tritt in den Arsch gekriegt, dass so viel aus den Fugen geraten ist. Ressourcenverschwendung, Müll und Dreck überall, Flugzeuggefliege um den ganzen Erdball, nur damit man auf dem Himalaya einen Haufen macht. Wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Und ich denke, diese Sucht nach diesem ewig, wow, ich bin ein schicki Typ, obwohl man nur eine graue Maus ist, was auch nicht schlimm ist. Ich bin auch nur eine graue Maus, die sich bemalt hat, also eine bemalte graue Maus. Weiß ich nicht, manchmal ist man halt Durchschnitt so. Das ist halt so. Ja, man kann ja auch den Aspekt einfach sich vor Augen führen, dass man, wenn man schon mehr will, dann kann man wenigstens darauf achten, dass irgendjemand anders davon nicht weniger hat. So. Und das ist ja so auch die Krux des Ganzen. So. Man kann ja immer ein bisschen mehr wollen oder sich vielleicht auch was dazu holen, aber man muss halt irgendwie gucken, dass es alles. Aber grundsätzlich macht es einen ja auch nicht glücklich. Ja, ja. Wenn ich das sehe, keine Ahnung, also für mich ist das. Ich besitze wirklich viel. Aber so richtig glücklich bin ich dann doch eher, wenn meine Frau einen guten Tag hat und wir uns näher kommen. Okay, wir machen jetzt hier mit dem nächsten Song weiter. Endzeitmensch. Robert, ja, dann mal ab. Endzeitmensch klingt eigentlich wie, als wenn er ein Song wäre, den wir mit Tino geschrieben haben. Aber es war der zweite Song der Platte, den wir geschrieben haben mit Matze. Es ist einer der ersten Songs
Und einer der schwersten, der wahrscheinlich auch vor und typischsten Songs, obwohl ihr hattet irgendwie schon immer so einen Song dazwischen, der mal so ein bisschen so langsamer war. Und der Song ist wirklich fast schon ja, ein Sludge-Song, aber wird am Ende dann aber doch ziemlich poppig und bekommt einen ziemlich ja, melancholischen Charakter. Und einer meiner absoluten Lieblingssongs auch, mit sehr viel Tiefe und sehr viel verschiedenen Facetten. Und ein langes Lied auch. Ne? Ein sehr langes Lied. Und was ich halt schön finde und was für mich auch der Grund war, warum wir es als letzten Song genommen haben, ist einfach diese positive Note am Ende, dass man nochmal sagt. Ja, und am Ende kommen Menschen und sie retten diesen Tag mit ihrer Liebe, ihrem Glauben, den nichts erschüttern kann. Ich weiß davon. Hm. Das ist ein wirklich tolles Ende für ein Album. Und auch der Grund, warum wir dann letzten Endes gesagt haben, das muss der letzte Song sein, einfach, das ist nochmal ein Ausrufezeichen. Ja, wir wollten halt im Endeffekt, die Platte ist schon relativ düster und relativ zweifelnd und relativ, na, so ein bisschen melancholisch würde ich auch sagen, aber also in uns als Menschen, in uns vier ist halt Hoffnung so. Ich habe immer Hoffnung, auch wenn das alles manchmal kacke läuft und ich vieles auch nicht mehr ertragen kann, je älter ich werde, desto weniger kann ich Dinge ertragen, möchte ich auch denen auch die glauben, oder wir wollen denen auch die glauben, die auch daran glauben, dass diese Welt trotzdem ein geiler Ort sein kann, einfach so einen Hoffnungsschnitt mitgeben. Und grundsätzlich geht es in diesem Song halt darum, dass es einem gut geht, dass man eine schöne Zeit hat mit seiner Partnerin, mit seinem Partner und dann irgendein Trampeltier kommt und da einmal durchlatscht und du denkst, Alter, ist der Tag im Arsch. So. Einfach durch eine Hässlichkeit, durch eine Gemeinheit, einfach ein Anwatsch, ne? Wie siehst du denn aus, ne? Wenn ich meine Tochter zur Schule schicke und die hat irgendwas an, wo nicht Adidas draufsteht. Und die freut sich und sagt, ey, guck mal, ich habe ein schönes kleines Kleid genäht mit meiner Mutti zusammen, kommt abends traurig nach Hause und sagt, ja, die anderen haben gesagt, das sieht scheiße aus. Dann hat es den Tag versaut. Da ist jemand fröhlich losgegangen, dann kommt irgendein kleiner Vollpfosten und sagt, ey, wie siehst du denn aus? Und das bricht einem das Herz. Als Eltern, das bricht dem Kind das Herz, macht keinen Sinn. Aber natürlich wissen wir auch, dass es nicht nur diese Menschen gibt. Und deswegen ist am Ende dieses versöhnliche Ende auch für die ganze Platte, dass wir trotz allem daran glauben, dass es einen Sinn macht, nach vorn zu gucken, Sinn macht, optimistisch zu sein und Sinn macht, coole Dinge zu denken, zu entwickeln und das hier alles nicht aufzugeben und in den Arsch zu treten. Weiter kämpfen, weiter machen. Und weiter lachen. So machen wir es. So machen wir es. Seid ihr dabei? Adios. Adios.